Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Unregelmäßigkeiten. Herzlich willkommen zurück hier beim Revell Adventskalender. Ja, und jedem, der ein wenig fit drauf ist, so kopftechnisch, dem wird aufgefallen sein, dass gestern schon wieder keine Folge da war. Ich bin gestern wieder nicht zugekommen. Die Vorweihnachtszeit ist gerade etwas. Aber dafür sehe ich ja trotzdem zu, dass ich es nachgeholt kriege. Und das tun wir nämlich jetzt. Und zwar mit Türchen Nummer 21, was wir auch so gleich suchen werden. Und das ist. Groß, groß. Ich habe Hoffnungen. Ich habe gerade Hoffnungen, was es sein könnte. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus, ne? Ja, da würde ich mal sagen. Das ist meine Karosserie, wa? Ja, da finde ich aber gut. So, da muss Papa, ne? Oh, da ist er mir abgegangen. So, da ist er wieder oben auf, ne? So, ja, guck mal. Das ist aber groß, ne? Hui, 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 hui. So, da haben wir die Karosserie, ne? Und das ist ja ganz schön groß, ne? Also da hat man gut was in der Hand, wenn man das dann so festhält. Das ist mal nicht schlecht. Ja. Ja, das ist es. Das sieht doch sehr schick aus. Und hier sehen wir halt, da hat Revell jetzt ein bisschen nachgearbeitet und hat diese Querstreben hier und hier eingebaut, um das Modell halt nicht öffbar zu machen. Ja. Es sind aber trotzdem immer noch die Aussparungen für die Scharniere und so weiter alles da. Und das ist ja das, wo wir später mal schauen wollen, ob wir das nicht tatsächlich doch so hinbekommen, dass das Modell sich weiter öffnen lässt. Hier hinten ist die Möglichkeit, ja die Heckklappe einzuklicken. Die können wir wohl klappen, soweit ich weiß, weil dann hast du hier, das läuft dann hier drin. Ja, da so. Na, da. Und dann kommt da noch was drüber und dann ist das safe. Wer bei Bennys Modellbaukanal auch guckt, der hat jetzt auch angefangen mit dem Modell, der kennt das ja schon so ein bisschen. Er meinte, dass man da eventuell kleben müsste. Kann ich mir sogar gut vorstellen, weil wenn das unter Last ist, dann kann das, glaube ich, sein, dass das Ding hier rausfällt. Schauen wir mal. Ich meine, ich habe ja eh kein Problem damit, Kleber zu verwenden. Machen wir dann auch. Vielleicht. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass die Türen und also alle Klappen, dass die fest supported sind. Ja? Dafür würde ich es dann auch machen. Aber da gucken wir dann. Und lasst uns überraschen. Ja, da haben wir die Karosserie. Das finde ich aber schön. Und ich würde sagen, die lackiere ich jetzt mal. Und während wir das lackieren, können wir schon mal ein paar weitere Schritte schon mal wieder machen und zusehen, dass wir jetzt vorankommen. Weil wir wollen ja heute auch noch Türchen 22 öffnen. Oh, zwei Tage noch. Oh. Ja. Und dann schauen wir einfach mal. Was ich jetzt hier gucken wollte, ich bin sehr gespannt. Ah. Ach, gerade erst was gegessen. Da muss ich kurz aufstoßen. Es tut mir sehr leid. Aber es passiert. So, hier haben wir halt die Stellen, wo die Türen, die Scharniere reinkommen. Und da haben wir ja hier, da, diese Teile. Ne? Und wer hier ein bisschen pfiffig ist, der wird ja schon was erkennen. Ja, das ist schon mal einleuchtend, ja. Das müssen wir, ich gehe stark davon aus, dass wir das auch kleben müssen vielleicht, aber Und dann haben wir aber auch noch, hallo, kann ich jetzt sehen, haben wir aber auch noch das hier, von dem ich immer noch überhaupt keine Ahnung habe, inwiefern wir das hier verwenden sollen, vor allem, weil es hier irgendwie aufgebrochen ist, warum auch immer, es lag eigentlich nur rum, aber hey. ne, da bin ich mal gespannt und dann haben wir noch hier die Haube halt, da habe ich jetzt schon mal die Scharniere eingeklickt hier. Und die sind hier gelagert. Ja, hallo, hier, guck, da, hier, da sind sie gelagert.
von der ich aber auch keine Ahnung habe, wenn ich ehrlich bin, durch was das gehalten werden soll. Ja. Hier ist mal nichts, was mich da denken lässt, ja, das müsste das dann ja supporten. Also wir dürfen gespannt sein, was da so kommt, um das zu halten. Da schauen wir doch dann einfach mal. Aber hier, ihr seht, jetzt haben wir hier einen richtig schönen Farbvergleich, ja. Aber selbst so, in dem Licht sieht man das nicht. Ist aber schwach. Guck mal, das ist voll der riesen Farbunterschied. Verdammt nochmal. Sieht man so. Doch ein bisschen. Schon schlimm. Also man sieht hier einen richtigen Farbunterschied, aber selbst aber diese Kamera, das ist... Ich habe es versucht euch zu zeigen, es tut mir leid. Ich habe versucht euch den Farbunterschied zu zeigen, vielleicht seht ihr ihn ein bisschen, aber naja, was soll ich machen? Gut, also die Karosserie werde ich jetzt mal lackieren. Uha! Und während die trocknet, machen wir dann ein paar andere Sachen noch hier. Fertig, Schoßstangen und so weiter. Ein bisschen proben. Und dann sind wir mal gespannt, was noch so kommt. Haha, so. Dann machen wir das jetzt mal. Bis später. So. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen an, uns zu räuspern. Quatsch. Schlagen mal die nette Anleitung hier wieder auf. Die Türverkleidung haben wir jetzt gemacht. Die Heckklappe haben wir schon mal vorbereitet. Die, wie gesagt, die Karosserie, die ist gerade am Trocknen. Die Grundierung, die trocknet. Ich würde sagen, wir machen einfach ganz unverfroren die Stoßstangen fertig. Ja, das könnten wir machen. Und dafür nehmen wir uns diese wunderschönen geformten Teile der deutschen Ingenieurskunst hier aus dem Bogen raus. So. Und legen die uns mal hier parat. Ja. So. Und so. Ja. Dann legen wir das mal auf Seite. Da haben wir sie. Die schöne Stoßstangen. Ne? So, da können wir auch sogar noch ein bisschen dran anmalen, weil beispielsweise hier die Kennzeichen leuchten. Ja, die sind natürlich nicht rot, die sind silber. Das machen wir jetzt als erstes einfach mal. Was haben wir noch, was silber sein muss? Da unten die Teile auch, alles klar. Dann holen wir uns doch mal super duper fröhlich wieder unser Silber hervor. Und schütteln das mal ein wenig vor sich hin. Damit ihm richtig schwindelig wird und dann weiß es nämlich auch nicht, war nicht, was wir mit ihm machen. Das ist ganz gut. So. Tada. Schon ein bisschen eingetrocknet hier. Ja, das ist in meiner Hand. Ah. Ja, verarbeite Finger. So. Dann nehmen wir uns das doch jetzt mal. Dunkeln halt hier ein bisschen ein und dann machen wir doch mal eben hier unten das beispielsweise, machen wir schön silber, ne? Damit das alles etwas authentischer wirkt, weil wir wollen das Modell ja schön haben. Und dabei, ich habe es schon mal erwähnt, aber ich erwähne es nochmal, ein kleines Shoutout an Benny von Bennys Modellbaukanal. Durch ihn habe ich halt jetzt erst erfahren, dass Revell diesen Adventskalender, ja, ich sag mal, etwas überstürzt auf den Markt geworfen hat. Die waren den am Überarbeiten, also das Originalmodell waren sie am Überarbeiten, halt als Adventskalender. Und dann musste der halt nur rauskommen und dementsprechend haben sich halt viele Fehler eingeschlichen, wie wir ja schon festgestellt haben. Dass manches etwas seltsam ist und das hat mich jetzt recht darin bestärkt, dieses Modell noch individueller sein zu lassen und nicht straight nach Anleitung dazu machen, wie wir es ja sowieso schon hier machen. Ne? Deswegen habe ich da überhaupt kein Problem mit, wenn ich sage, ne, das male ich jetzt an und sonst was. Ich wollte eigentlich hier im Innenraum dann doch noch alles mit Grau gemacht haben, aber ich habe die Sitze nicht mehr rausbekommen, ohne
das Gefühl zu verlieren, sie kaputt zu machen. Deswegen habe ich es einfach gelassen. Ich habe jetzt hier vorne noch das in Grau gemacht. Sieht trotzdem gut aus. Ja. Das kann man so lassen. Ist okay. Ist okay. Machen wir so. Ist so. Fertig. So, wo waren wir? Hier waren wir dran. Genau. So. Dann machen wir hier noch ein bisschen Grau drüber. Ne? Und dann haben wir das. Gehen wir hier nochmal ein bisschen. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass ihr mir vorm Gesicht rumhängt und ich nicht genau sehen kann, was ich hier gerade tue. Hier machen wir auch nochmal ein bisschen Farbe drauf. Damit das Rot nicht so ganz durchschimmert. So, das ist schön. Das ist schön. Schön ist genauso wie Recherchen. Kennt ihr Recherchen? Ja, ich habe ein bisschen recherchiert. So. Dann machen wir auch ein bisschen. Jetzt, hier müssen wir ganz vorsichtig sein. Und das mache ich jetzt eben vor meiner Nase selber, damit ich hier vernünftig sehen kann. Sonst vermale ich mich und ärgere mich dann ein wenig. Und das möchte ich nicht. Ja, bis gleich, wenn ich das hier richtig gemalt habe, ne? So, da haben wir das wunderschön grau jetzt hier lackiert oder bemalt, eher gesagt. Fokus ist auch am Start. So, ne? Ein bisschen Akzente reinbringen. Und jetzt, wo wir das haben, können wir hier aus dem Teilebogen mit viel Krumski können wir gleich die benötigten Teile austrennen. Und da fangen wir doch mal an mit der 113. Das ist einer von den beiden. Ich glaube, er hier. Wo bist du denn, liebe Nummer, Teilenummer? Ja, aber gut, das ist kann nur die sein. Weil die andere hatte ja hier das Ding und das ist für vorne. Deswegen nehmen wir jetzt den einfach da raus. Weil wir so gut kombiniert haben, wird der das ja sein. So. Tschüss, mach's gut. Dann schauen wir mal kurz, haben wir das vernünftig da rausgetrennt. Na hier. Es geht. Lassen wir jetzt so. Gut, und der kommt jetzt. Der kommt jetzt wie rum? Ist egal, oder was? Anscheinend. Ich denke schon, dann versuchen wir den mal mit der hässlichen Seite nach unten. Ich weiß, beim letzten Mal, wo wir versucht haben, etwas Hässliches zu verbergen, hat das wunderbar gut funktioniert. So, und dann kommt jetzt halt hier drauf. Ja. Und da schauen wir mal, ob der Fokus wieder da ist. Hallo. So, ne? Kommt das dann da rein irgendwie und dann noch seitlich, hier müsst ihr aufpassen. Seitlich habt ihr hier auch noch so Stifte, die müssen halt auch da so rein. Ja, und da war schon wieder der Speicher voll. Da haben wir wieder nicht drauf geachtet, dass der Speicher vorher leer ist und auf einmal war das Video wieder weg. Ja, das ist wieder ein Traum. Naja, nun gut. So, wir funkeln hier weiter an der Stoßstange rum. Ja. Wie schon vor ein paar Augenblicken, bevor das Bild wieder verschwand. Und irgendwie kriege ich das hier nicht reingefummelt. Mag jetzt vielleicht sogar auch daran liegen, weil halt dick Lack drauf ist. Ne? Das kann halt auch ein Grund dafür sein, weil das hier alles ziemlich eng ist. Also, es geht ziemlich schwierig hier diese Pins da richtig reinzuschieben. Und ihr seht ja, das ist sehr dünnes Material. Boah. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen den Kanal etwas größer machen. Probieren wir es mal hier mit ein bisschen rein. Ein bisschen versuchen, ein bisschen aufzuweiten hier. So. Gleiche versuchen wir auch auf der anderen Seite. Ach, ich muss mich mal anders hier hinsetzen. Das ist so, vielleicht geht es jetzt besser, dann kann ich euch auch sehen. Kann ich hier ein bisschen besser gucken und ihr seht vielleicht auch mehr. So. So, Versuch Nummer 2. Mit der Stoßstange hier. So.
Puh, ja, 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 ja. Huch, wo kam der denn her? Ach, Leute, es ist wieder ein wenig mühselig hier. Das ist hier gerade alles ein bisschen schwierig. Das will aber auch überhaupt nicht. Nee. Ich mache hier dann nochmal einen Cut und quäl mich damit rum und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Tülü. Puh. Also, Freunde. Ich muss sagen, das war mit den Seiten hier verbinden, mit den Sitzen, mitunter die beschissenste Arbeit, die man hier an diesem Modell machen kann. Trotz Löcher aufmachen, wegen Lackdicke und die Löcher wieder halt öffnen, war das echt nicht angenehm, die Stoßstange hier drauf zu kriegen, also diese Chromleiste hier. Aber es ist immer noch nichts gegen diese Bumper hier. Das ist wow. Also, die müssen hier halt hier hinten, da seht ihr vielleicht nur den einen, so einen Stift und da halt auch noch einen, müssen die da drüber geklickt werden. Und das ist alles so eng, also wirklich so eng. Puh, also, ja, sieht man halt, keine Ahnung, also hier richtig Druck stellen, weil die hier drauf drücken. Vor allem, du hast ja nicht wirklich was zum Gegendrücken, weil da ist direkt der Pin hier. Aber es hat irgendwie funktioniert und jetzt gucken wir mal mit der Frontstoßstange, ob das da besser geht. Übrigens habe ich festgestellt, wir haben hier zwei Sets von diesen Bumpern und ich glaube, das hier sind die Bumper für die US-Version des Porsches. Weil da halt steht noch was raus, da ist wahrscheinlich noch eine Rückleuchte oder so mit eingelassen. Ich denke mal, dafür ist das, dass das die US-Variante ist. Finde ich eigentlich ganz cool, dass die da auch die Möglichkeit haben, die US-Variante bauen, dass man die US-Variante baut. Finde ich cool. Das ist schon mal wieder ein kleiner Pluspunkt für dieses Modell. So, du gehst bitte ab und du gehst ab, damit wir jetzt die Frontstoßstange machen können. So, und die muss wahrscheinlich auch so rum. Das haben sie ganz gut gemacht, dass die Angriffspunkte nach unten zeigen. Das ist schon mal schön. So. Ein bisschen räuspern. Und dann machen wir das. Jetzt haben wir da die Pins, ne? Da haben wir Pins, da wieder die seitliche, aber nicht so ganz so seitlich wie der andere. Und da schauen wir doch jetzt einfach mal, dass wir das hier irgendwie gewuppt kriegen. Na, wie sieht das bei dir aus? Ich habe die Löcher hier jetzt auch schon geweitet. Das weiß ich noch nicht. Der geht gut rein. Aber der hier will... Wie bei der anderen Seite. Eine Seite wollte auch überhaupt nicht. Aha, so, jetzt aber. So, und ihr... Ach, herrlich. Guck mal hier. Frontstoßstange geht erst rein. Da freue ich mich doch. Das finde ich gut. So. Damit hätten wir diese auch. Ja. Haben wir die Stoßstange auch fertig. Was können wir denn noch machen? Ja, vorbereitungstechnisch. Eigentlich bis jetzt nichts weiter groß. Türen haben wir vorbereitet, soweit es geht. Jetzt liegt alles nur noch an dem, was noch so kommt. Und das werden wir im nächsten Türchen erfahren, würde ich sagen. Und das gucken wir uns auch gleich in der nächsten Folge an. Achso, nee, Quatsch. Ihr wollt natürlich sehen, wie die Karosserie jetzt neu, frisch lackiert aussieht. Das zeige ich euch natürlich. Dann kommen wir zum Ende. So machen wir es. Die Karosserie will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also, bis gleich. Tja, ein Fehler kommt selten allein. Was soll man machen? Vorhin war der Speicher voll, jetzt war die Videodatei, wo ich euch die Karosserie gezeigt habe, irgendwie fehlerhaft. Das war jetzt alles doof. Es ist Gott sei Dank nicht so viel passiert, also ich habe euch halt jetzt so gezeigt, ne, hier, wie die Karosserie mittlerweile aussieht, halt jetzt schön in lackiert.
schön am Glänzen und alles. So sieht's aus. Hier hinten hatte ich einen kleinen Lackfehler beim Grundieren. Da ist jetzt eine Lackkante drin. Da seht ihr es ein bisschen. Weil es schwierig ist halt von... Bei so einem kleinen Teil vom Lack wieder auf Material runterzuschleifen, sodass du einen schönen Übergang hast. Ist jetzt leider eine kleine Lackkante drin. Doof, was soll man machen? Und hier an der Seite ist ein bisschen Farbnebel gelandet. Der, wenn ich das jetzt wieder übersprüht hätte, der hätte sich dann woanders draufgelegt. Letzten Endes, so wie es jetzt aussieht, ist es schön. Nicht perfekt, natürlich nicht, aber für meine Zwecke reicht es halt jetzt. Ist okay. Es ist ja nicht das Fehler des Modells, sondern mein Fehler. Und ihr seht, wir haben die Heckklappe eingebaut. Ja, die kannst du jetzt hier öffnen und auch wieder schließen. Da haben wir dann hier da dieses kleine Teil. Haben wir benutzt. Das war ja auch in einem der Bögen drin. Das musst du dann da drüber stecken. Da sind zwei Pins da und da. Da geht das dann drüber und dann hält das die Heckklappe in Position. Das funktioniert ganz gut. Jetzt lasse ich die Karosserie immer noch ein bisschen weiter trocknen, weil ich habe durch das Einbau der Heckklappe jetzt auch schön einen... war das hier auf der eh schon schlechten Seite? Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, es war auf der eh schon schlechten Seite. Ja, da ist ein kleiner... sieht man jetzt hier leider nicht so drauf. Fingerabdruck drauf, weil der Lack war zwar schon was trocken, anfasstrocken, aber halt nicht zum dauerhaft schon richtig fest drauf rumtatschen. Da sieht man auch hier vielleicht ein bisschen, wenn der Fokus mal da wäre. Hallo? Ja. Da seht ihr es über der Heckklappe, da sind Fingerabdrücke drauf. Ich wollte es aber jetzt fest haben und ja, gut. Was soll man machen? It is wie it is. Alles in allem funktioniert das jetzt schon mal ganz gut. Die Karosserie lasse ich jetzt weiter noch ein bisschen durchtrocknen. Und ja, jetzt konnte ich, jetzt seht ihr zwar nicht den Prozess, wie ich das einbaue, aber was soll man machen, ist leider so. Videodatei beschädigt. Schade. Tatsache ist, es geht ganz gut, das einzubauen. Also wenn die Karosserie trocken ist, funktioniert. leider, das habe ich auch noch gesagt, habe ich mich mal informiert. Den Kofferraumklappe werden wir wahrscheinlich nicht einbauen können, weil uns dazu ein Teil fehlt, was nämlich hier aus diesem Rahmen kommt. Das hat ja hier von Anfang an schon gefehlt. Nämlich dieses Teil da. Und das machst du vorne als Kofferraummulde rein. Und da sind dann auch Aussparungen und Halterungen für das Scharnier. Soll heißen, wir werden es jetzt nicht einbauen können. Das wird mir zu aufwendig, sage ich jetzt mal. Hier jetzt noch was drüber zu bauen, damit wir die Heckklappe auf und zu kriegen. Oder ich habe einen Motivationsschub und mache es dann doch noch offscreen oder so. Keine Ahnung. Schaue ich dann mal. Es ist jetzt aber auch nicht so tragisch, weil wir hätten sonst hier eh nur eine freie Fläche, wo keine Mulde drin ist und so. Also, na Gott, so schlimm ist es dann nicht. Hauptsache, wir kriegen die Türen dazu, dass sie sich öffnen, schließen lassen. Da gucken wir mal. Und ja, was ich jetzt noch offscreen machen werde, ist, hier die Kanten bemalen, wie es auch hier in der Anleitung gezeigt wird. Also, was jetzt gezeigt wird, es ist halt schon passiert, ja. Um hier den Rahmen für die Türen schön zu machen. Und ja, dann warten wir auf die Klarsichtteile und hoffen, dass das dann mal bald fertig wird, weil wir sind am Endspurt und wir dürfen gespannt sein. Ja, soweit von meiner Seite. Das war Türchen Nummer, lass mich kurz überlegen, 21? Ja, 21. 22 nehme ich gleich auf, die kommt dann heute Abend irgendwann und dann sind wir erstmal wieder up to date und morgen und übermorgen sollte es pünktlich kommen. Das, möchte ich nicht versprechen, aber ich sehe da positiv entgegen. Ja, Freunde, jetzt bleibt mir nichts weiter zu wünschen, zu sagen, als euch einen wunderbaren Tag, Mittag, Nacht, Morgen, Abend, whatever zu wünschen. Habt eine schöne Zeit und wenn ich was vergessen habe, ärgere ich mich gleich schwarz, aber naja.
Das ist dann das Selbstschuld. Ne? So. Wie gesagt, Folge 22 wird dann heute auch noch rauskommen. Und ja, nee, 21. Doch, 22. Gut, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.